So, ich nehme euch jetzt mal mit, wie meine Frühstücksroutine im Endeffekt aussieht. Wobei es nie 7 Tage dasselbe gibt. Heute beispielsweise habe ich ein bisschen mehr Carbs und das ist meine Schüssel und ich freue mich da wirklich jedes Mal, wenn ich ins Bett gehe, auf diese 100 Gramm Haferflocken. Und ich zeige euch das jetzt mal kurz. So, hier haben wir, also ich mache im Endeffekt Haferflocken mit Chlorella, Maca und Whey, Zimt, Inulin und Flohsamenschalen. Dann habe ich hier eine Menge. So, und unten habe ich dann meine Himbeeren. Und wie geil sind bitte, wie heiße Himbeeren? Tiefgefroren, ich liebe es einfach. Ja, und dazu gibt es bei mir jeden Morgen eine Tasse Kaffee und jeden Morgen eine Tasse Tee. Dann habe ich hier eben, mache ich mir meine Supplemente immer so in Schnapsglas. Also das ist Vitamin C, Multivitamin, Ashwagandha. Das ist für die Unterstützung meiner Leber. Dann habe ich hier Omega 3 und Glucosamin. Ja. Gibt's alles bei Bodylab, da habe ich ja auch meinen Code. Ich habe den unten in der Beschreibung, aber für dich mit dabei. So, und wenn ich gegessen habe, dann mache ich mich an die Arbeit, beziehungsweise im Grunde ist es so, ich stehe auf, ich gucke als erstes meine Mails an Laptop, dies, das, gibt's was Wichtiges. Dann gehe ich Cardio machen, dann übe ich Posing. Und ja, manchmal ist in der Zwischenzeit noch irgendein Telefonat oder. Auf jeden Fall komme ich dann meistens um 10:30 dazu zu frühstücken, beziehungsweise ich habe mich einfach daran gewöhnt, dass ich eher, also ich kann zum Beispiel auch nicht aufstehen und gleich frühstücken. Und deshalb erst zu spät, aber ich habe dann noch relativ schnell wieder Hunger, auch nach so einer Schüssel, beziehungsweise ich esse dann meistens so um 1:30, 2 wieder und das ist dann meine Mahlzeit vorm Training. Also habe ich vorm Training auch gut Energie. So viel dazu. Heute geht es Beine trainieren und da nehme ich euch auch mit. Sprich, dass ihr heute quasi so einen kleinen Einblick in meinen Tag habt. Und ja, ich werde aufgrund dessen, dass ich diese Woche ein bisschen wegen meinem Zyklus ja, ich fühle mich ein bisschen schwach, ne, so ein bisschen. Ich fühle mich halt einfach nicht so energiegeladen wie sonst. Und dann hole ich mir heute jemand an die Seite, der mich vielleicht ein bisschen motivieren kann. Ich bin dabei, jetzt Beine zu trainieren. Und besuche hier gerade mal einen älteren Bekannten, den ich schon eine Weile kenne. Hier hat ein Fitnessstudio neu aufgemacht. Auf jeden Fall nehme ich euch da jetzt mit. Es stehen die Quads dran. Ich trainiere im Moment 3-mal in der Woche Unterkörper. Das habe ich aufgeteilt, beziehungsweise mein Coach, der Bernhard Schubert, hat mir das aufgeteilt. Und er macht mir auch die Pläne. Er bereitet für mich zusammen mit seiner Frau auch für die Wettkämpfe vor. Und ja, vielleicht noch ganz kurz mal dazu was. Im Team JB bin ich jetzt mittlerweile 2 Jahre. Davor hatten wir auch schon mal kurz zusammengearbeitet, aber dann habe ich aus privaten Gründen eben die Wettkampfvorbereitung abgebrochen. Das hatte aber nichts mit denen zu tun, sonst wäre ich ja nicht wieder bei denen. Von dem her, ich bin super zufrieden, läuft alles. Ich bin jetzt ungefähr 10 Wochen vor dem ersten Wettkampf. Gewicht fällt. Ich glaube, man sieht auch im Vergleich zu den letzten Videos, dass mein Gesicht ein bisschen schmaler geworden ist. Auf jeden Fall will ich jetzt gar nicht so viel rumquatschen. Und genau, jetzt würde ich einfach sagen, let's go. Take the bodies out, call the ambulances. I'm done giving first and second fucking chances. I'm a killer, I'm a killing, I'm a killing. I'm a killer, I'm a killing, I'm a killing. Night after day, after night, I work, hustle, kill.
and I fight. Might as well give me the throne that you inherit. And while you're at it, give me the badge, cause I'm the sheriff. Everybody back up! Everybody back up. I'm about to tear it up now. I'm about to tear it up. I'm about to tear it up now. Everybody back up. I want this. I want that. I want that.
Yep. That's it. Gemüse und Honig. Der Wahnsinn.